Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einer neuen Folge Transportfieber 2. Wir waren ja hier stehen geblieben, dass wir die Linie von uns, die Rundlinie und die Schnellfahrtstrecke komplettieren. So, jetzt sind wir ja dabei, das zu machen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am geschicktesten hinkriegen, dass wir auch gar nicht so viele Tunnels vielleicht brauchen. Wenn ich jetzt hier weiterziehe, kann ich dann vielleicht aus einem Tunnel rauskommen. Ja, hier käme ich jetzt wieder auf eine Brücke. Das wäre doch eine Maßnahme, dann haben wir nicht so viele Tunnels. So, und wir hätten die Ecke soweit auch schon schön fertig. Ja, ich zoome noch ein bisschen ran. Ich will ja nicht, ich will ja die Seite hier haben. So. Dann haben wir nämlich zur letzten Folge haben wir dann gar nicht so viel Tunnel mehr drin, weil da war ja nur noch Tunnel eigentlich bis zum Ende. Hier ist aber wieder ein Stück Tunnel drin. So, ja gut, das müssen wir halt mitleben. So, jetzt haben wir hier, geht's weiter mit einer Brücke. Hier müssten wir wieder in den Tunnel reinkommen. Ja, nee, das sieht natürlich jetzt nicht so gut aus. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen runter. Da muss dann eben da ein Tunnel rein, da können wir nichts dran ändern. So. Dann ist da halt mal ein Tunnel. So. Wir müssen dann hier irgendwie dran. Wenn ich jetzt wüsste, welche Seite ich nochmal genommen habe, dann wäre die rechte habe ich genommen. Okay. So, dann könnten wir nämlich hier dann auch weitermachen. So, die rechte dahin. So, jetzt haben wir natürlich auch wieder viel Tunnel. Aber ist dann halt so, da können wir nur nichts mehr dran ändern. Wir werden da auch nichts dran ändern. So. Jetzt haben wir das auch. Jetzt ist die Linie ja fast, also die ist nicht fast, die ist einmal komplett jetzt fertig hier. Genau. So. Auf dem neuen Bahnhof warten auch schon Leute. Obwohl noch gar keine Straßenbahn und gar nichts dahergeht. So, lasst mich hier die gerade noch ein bisschen weiterziehen hier. Na, komm, nicht mucken hier. Warum muckst du denn jetzt? Hm? Es hat doch bis jetzt alles so prima geklappt. So, also ziehen wir jetzt nochmal hier gerade raus. So, hier auch. Ihr seht schon, wir haben noch viel zu tun. Wir müssen ja die neuen Bahnhöfe auch mit den Buslinien noch anmachen. So, dann müssen wir ja hier noch neue Dinger hinmachen. So, damit das da funktioniert. Was habe ich denn jetzt noch weggerissen gehabt? Hatte ich noch eine Straße hier weggerissen? Die ging doch jetzt hierher, oder? So, ne? Ging die nicht hier so her, hier so?
So. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Kann auch sein, dass noch hier eine herging. Aber das will ich jetzt nicht beschreien. So, jetzt muss er erstmal wieder rechnen. Ah, jetzt hat er's. Wir tun es erstmal lieber vorher nochmal schnell abspeichern, bevor irgendwas passiert und wir die ganze Strecke neu bauen müssen. So, komm, speichern ein bisschen schneller. So. So, da fährt der ICE, das ist schon mal schön. So, da fährt er auch. So, da läuft auch alles noch nach Plan. So, guck mal, hat Fettschau sogar zwei Bahnhöfe, einen Kopfbahnhof und einen anderen. Das ist doch prima. So, jetzt haben wir natürlich hier alles soweit fertig. Jetzt würde ich mal gucken gehen. Wir haben doch hier einen Bahnhof hingemacht. So, jetzt müsste ich nur mal schauen. Wir haben ja abgespeichert, es kann uns nichts passieren. So, eine mittelgroße Stadt. Kirchberg an der Jax. Naja, schöner Name. So, müssen wir mal gucken, dass wir von hier jetzt eine Straße hier drüber kriegen, so. Eigentlich könnte die auch ein bisschen höher. Nee. So, wo haben wir denn? Hier liegt's höher, ne? So, hier so eine Brückenstraße. So. Nehmen wir eine alte Brücke hier. Okay. Dass die Steigung zu groß. Schade. Eigentlich schade. Warte mal, mach mal hier die Straße hier weg. So. Kommen wir nochmal mit der Straße von hier. Steigung zu groß. Irgendwo kollidiert damit. Frage ich mich nur, wo mit den Pfeilern? Nee. Ich muss mal gucken, kann ich nicht da schon wieder runtergehen? Mal gucken. Wenn ich jetzt hier dran gehe. Na, nicht die Eisenbahnlinie. So, wir machen jetzt hier ganz gewagte Bauwerke hin. So, was ist ohne Bäume? So. Mal schauen. Ja, jetzt müsst ihr wieder hinbauen, ne? Das ist ja logisch.
zurück, zurück, zurück. So, jetzt mal gucken. Stückchen für Stückchen runter. Das war zu viel. So, so würde sie passen. Ja, leider müssen zwei Gebäude entfernt werden. Furchtbar. Weißt du, dann denkst du, der ist da oben dran, dann hängt er auf einmal da unten rum. So, nochmal hier. Na, so, und jetzt gehst du da rein. So. So, guck mal dann. Hätten die eine Verbindung? Jetzt ist natürlich hier. Ja, gut, könnte man theoretisch ja hier auch noch eine Straße hinmachen, eine mittlere Straße. Guck mal, da wird ja sowieso schon irgendwie so. Mit wem kollidiert er denn? Ja, weiß ich auch noch nicht so genau. So. So hier hin. Dann eine Kurve nehmen. Vielleicht hier noch so mit drüber, so. Aber da müsste sie wieder ein bisschen höher. So. So, dann hätten sie da auch noch eine Verbindung. Hier könnte ja noch so ein Feldweg hergehen hier. So. So, guck mal, dann hätte die Stadt doch auch schon mal. Oh, hier oben sind ja noch mehr Häuser. Eine schöne Chance, da irgendwas zu kriegen. Hier, guck mal, da fahren schon Autos her. So, aber sie ist nicht an die Schnellstraße angeschlossen. Nee, wo haben wir denn hier die Schnellstraße? Hier. Da
Ist auch keine Schnellstraße. Doch, da ist eine Schnellstraße nach Brez. So. So, mal gucken, Schnellstraße. Na komm. So. So, da ist Dings. So müssten wir mal gucken, dass noch eine Schnellstraße. Ist das jetzt hier eine? Ja. Also die müsste. Wo müsste die denn jetzt hin? Da. So, dann hätten wir das auch. So, jetzt müssen wir noch mal gucken, die Straße hier noch aufwerten. So, das müssen wir nachher auch noch alles machen hier. Die Straßen aufwerten. So, da geht keine Straße her. So, hier geht eine her, die auch nach... Eigentlich geht die nicht nach da. Hier geht noch eine Schnellstraße her. Müssen wir hier dran her eine Schnellstraße rausmachen. Aber die geht auch nicht bis Brez. So, müssten wir gucken, dass wir hier eine Schnellstraße hermachen. So, da geht's wieder nicht. Das wäre aber auch nicht so tragisch. Da könnten wir ja hier rumgehen. So. So, damit die Schnellstraße da dran geht. So, dann hätten wir das auch schon mal. Hier geht es jetzt einmal nach da. Und hierher geht es nach da. Da müssten wir eigentlich auch mal hier die Straße aufwerten. So, bis da. So, dann hätten wir das auch. So, jetzt müssen wir natürlich noch schauen, wie wir das hier hinkriegen. Wie viel Uhr haben wir denn? Gerade mal 20 Minuten ist die Folge alt. So, hier müssen jetzt auch noch Lebensmittel und sowas hin. Aber das kriegen wir auch noch. Hier gehen wir dann mit den normalen Schienen weiter. So. Das sehen wir aber dann erst, wie es weitergeht.
So. Haben wir das auch. Hier müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie durchkommen. So. Hier drunter. Ja, das passt doch. Ja, passt doch prima. So, dann könnten wir nämlich da noch eine zweite Linie hinzimmern, die, was weiß ich, was woanders herkommt. Wäre nur schön, wenn es passen würde, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt bis hierhin würde ich es kriegen. So, um so rum würde ich es auch daher kriegen. Prima. Dann können wir noch ein paar kleinere Züge draufsetzen auf die Linie. So. Müssten wir mal gucken. Wir könnten ja dann hier dran her, an der Linie. Und dann könnten wir ja hier in den Bahnhof noch rein. Ja, das wird doch auch gehen. Hier so. Genau, da könntest du sogar theoretisch hier noch weitermachen. Ja. Müssten wir dann mal schauen. Aber das können wir auch in einer der nächsten Folgen machen. So. So, dass wir dann hier in den Bahnhof irgendwie reinkommen, müssten wir gucken, da, ja, wenn wir jetzt hier rausgehen und hier so rum, das könnte gehen, aber mit welchen, mit das ist doch ein Güterbahnhof. Schön. Da ist auch ein Güterbahnhof jetzt dabei hier. Ach ne, das ist ein Güterbahnhof und ein Passagierbahnhof. Ja, das ist ja noch feiner. Das ist ja noch echt feiner. Schön. Dann nehmen wir diese Schiene hier. Und die befördert Passagiere. Hier so rum. Nach da müssen wir da hinten hin. Das ist natürlich jetzt ein bisschen übel. Dass wir jetzt hier so drüber müssen. Was für eine Brücke nehmen wir? Die. So. Und müssten dann da so wieder runter rein. Ja, passt doch. So, das Stück lassen wir mal liegen. So, ich habe jetzt aber das macht er jetzt auch nichts. Nee, da ist ja nur
Aber das ist echt, echt cool. Wir gehen jetzt hier mit dieser Schiene hier rein. So. Hat er nicht gemacht. So, nochmal hier so rüber. So. Dann gehen wir hier so raus und gehen da dran. So. Dann gehen wir hier weiter und gehen irgendwie hier so rein. So, dann gehen wir hier weiter mit der. Und kommen dann gleich in den einen Bahnhof rein. So. Das würde ich aber noch, bevor die Folge zu Ende ist, vielleicht schnell machen hier. So, dass wir in den einen Bahnhof rein können. Weil dann könnte man auf die andere Linie ja noch ein. Ah, jetzt geht der. So. Müssten wir hier noch ein bisschen wegmachen. Ah, hier auch. So, dann mit dem Gleis dahin und mit dem Gleis dahin. So, guck mal. Dann könntest du nämlich hier müsstest du nämlich dann hier so herkommen. So. Dann könntest du mit dem da weitergehen. Genau. So, da die X-Weiche rein. So, und dann müssen wir mal gucken, wo wir mit dem Gleis hingehen. Vielleicht drehen wir das noch ein bisschen in die Richtung. Das schauen wir mal. Wir könnten theoretisch jetzt auch mit dem hier da, aber wir können ja ein Vorfeld bauen. Dann ist es ja im Endeffekt egal, wer wo im Endeffekt reinfährt. So. So, hier hätten wir natürlich auch noch einen Vorteil. Von hier. Wo haben wir es denn? Von hier könnten wir jetzt auch noch kommen mit Schienen. Und da reingehen. Dann wird das im Endeffekt egal, mit welchem, zu welchem Bahnhof wir fahren. Jetzt habe ich es natürlich nur wieder verkehrt rum gemacht. Aber es ist nicht so schlimm, machen wir zweimal. Geht das denn hier? Ne, schade eigentlich. Wäre schön, wenn es gegangen wäre. So, jetzt hier nochmal so Schienen hin. So, dann von dem zweiten hier raus, so. So. Hier das X angemacht. So. Wo fährt der denn jetzt? Der hier.
Linie 7. Achso, ja, der fährt hier rein. Ja, alles gut. So, jetzt hätten wir natürlich hier wieder ein Kuddelmuddel gemacht. Ist ja auch nicht so tragisch. So, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter denken, dann könnten wir hier noch reingehen und hier auch vielleicht noch mal reingehen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. So, Freunde, dann hätten wir wieder einiges geschafft heute. Sieht ganz gut aus. Das ist aber nicht die Schnellfahrtlinie, ne? Nein, ist er nicht. Okay. Ja, weil der hinten so am Blinken war, deswegen. So, Freunde, es ist wieder eine Folge vollbracht. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich habe mich gefreut. Ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut. Und wir sehen uns demnächst und hören uns demnächst bei einer neuen Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis demnächst.